Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2 im Together. Hallöchen, hier ist die Little. Ja, die Salzöde. Ein Dungeon steht uns, glaube ich, an, oder? Ich glaube schon, dass es ein Dungeon ist. Vielleicht auch ein Gebiet, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Aber eigentlich sind wir noch zu schwach dafür. Als wir eben hier hingelaufen sind, habe ich doch noch eine Abzweigung gesehen, wo wir noch nicht waren. Vielleicht sollten wir die uns zuerst vornehmen. Na gut, wenn man bedenkt, dass ich ja Stufe 27 bin und das ein Gebiet für Stufe 30 ist, okay. Vorschlag angenommen. Da war so ein Schädel gewesen. Genau hier. Den machen wir mal kaputt, aber nicht mit dem Schattenschuss. Hoppla, nichts drin. Aha, hier sind Gegner. Ah, das sind diese Ratten, wir müssen die Liste finden. Da ist es. Das Nest. Scheiße. Sie sind überall. Ich bin gestorben. Oh, verdammt. Das sollte versuchen durchzuhalten. Ah, da ist auch noch so. Hier ist auch noch ein Boss. Ich bin lebt. Ja, genau. Ich bin mitten in den Boss rein teleportiert. Ich habe ja meinen kleinen Kurzstreckenteleportzauber und ich bin. So, ich werde lieber mal das Schnellfeuer irgendwie hier alle rein schießen. Jetzt ist das Mana leer. So, da ist der Boss. Bist du wieder bei uns? Nee, ich hab mich in die Stadt. Oh nein, der macht Sandsturm. Weil das keine Verluste mit sich bringt. So. Ist ja nicht so weit weg. Zum Glück habe ich nur riesige Heiltränke dabei. Ja, mit nee. Sandstürme und Insektenplagen. Weg mit dir, du Ratte. Was habe ich denn noch für Fähigkeiten? Den Nebenwurf. Ach, gleich ist er tot. Ich auch. Ich habe ihn getötet. So, und jetzt der Rattlingwerfer, was auch immer er wirft. So, ich sammle mal den Loot ein. Den wohlverdienten, den ich nicht gebrauchen kann wahrscheinlich. Hallo? Das ist alles alleine. Boah. Wie krieg ich. Komme ich gerade nicht dran? So. Boah, und irgendwie kriege ich schon wieder eine Menge Schaden. Ich war da unten, ja? Ich bin nach unten ausgewichen. Da sind auch ein paar Truhen. Da sollten wir uns mal hinbewegen. Da kommen noch viel mehr Ratten. Hättest du jetzt auch nach oben gekämpft, genau wie ich. Ich bin nee, da waren so viele Ratten. Ich bin vorher nämlich nach oben gegangen und habe mich dort eben selbst umgebracht und hätte mich gerade beinahe nochmal dort umgebracht. Oh je. Ich komme nicht an dieses Gold da endlich. Wollte ich mal doch immer haben für die Verzauberungen. Und für das Wiederbeleben. So, wieder Rattlinge. Ah, hier ist eine Quest. Aber erstmal sollten wir ja alle Gegner erledigen, denke ich. Könnte sinnvoll sein, ja. So, hier ist bestimmt wieder irgendwo so ein Nest, wenn hier so viele Ratten sind. Mit dem Schnellfeuer, wieso mache ich so keine normalen Fähigkeiten? Ich habe auch genug Mana. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir die Frage nicht stellen, ich nutze immer meine Fähigkeiten. Ich spiele so selten solche Dungeon Crawler. Wo ist denn das Sandrattennest? Ich finde, das sollten wir suchen. Weil es ist bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Es scheint doch kein Nest zu geben. Dafür kommen wir ziemlich viele mal nach, irgendwie gefühlt. Ja. Ich hab doch nirgendwo ein Nest. Siehst du, da vorne kommt wieder welchen nach. Ah, da muss das Nest da hinten. Ah ja, da ist es. Oben. So, ein paar Schattenschüsse da drauf. Und schon ist es erledigt. Und ich habe sogar eine Schattenfledermaus beschworen. So, jetzt können wir mit dem Questgeber reden. Also, es gibt noch eine Truhe. Wie geht's mit dem Inventar aus? Oh, und ich könnte auch gleich mein Pet wieder in die Stadt schicken. Reden wir erstmal mit ihm. Okay. Hoppla, Entschuldigung. Das ist ein Mann, oder? Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, der erzählt das schon selbst, weil der bei mir irgendwie so vor sich hingegrummelt hat, aber tatsächlich erzählt das nicht. Nein, okay, dann lese ich mal vor. Nichts. Ich brauche eure Hilfe. Mein Trupp und ich haben eine Gruppe von Ezro hier beim Betreten der Unterströmung beobachtet. Sie haben Maschinen aufgestellt, die ein virulentes Gift in die Wasserversorgung der Stadt pumpen. Ihr Mana-Toxin ist speziell darauf ausgelegt, die Physiologie der Seraphie anzugreifen. Leider hat die vergiftete Atmosphäre wohl eine Horde ebenso giftiger Biester angelockt und ich habe es gerade noch lebend nach außen geschafft. Wenn ihr euch in die Unterströmung begeben und diese Maschinen für mich zerstören könnt, werde ich euch belohnen. Na, was sagt ihr? Das klingt nach einer Aufgabe für uns. Ja,
Ja, wenn dies wieder mal wieder nicht auf die Reihe bekommen, müssen wir wieder her, ne? Ja, ich werde mal ein paar Sachen meinem Pet zum Verkaufen geben, denn mein Inventar ist schon wieder total voll. Nicht identifizierte Stiefel, da habe ich doch gerade diese wunderschönen, ich meine diese sündhaft hässlichen Stiefel an. Ah ja, das weckt Erinnerungen an die letzten Folgen. Ja. Und die sind ja wirklich sowas von hässlich. Wer hat sich sowas ausgedacht? Eine vampirische Halbkanone? Ich bleib bei den Knarren, die gefallen mir. Vor allem, ich hab's zuerst noch die versuchen wollen, als sündhaft teure Stiefel anzudrehen. Ja. Aber sie sind gut, muss man sagen. Sie sind von orangener Qualität. Ich weiß nicht, wie man das in Torchlight 2 so nennt, ob das auch was wie legendär ist oder halt. Was sind sie denn selbst? Ich glaube, sie haben gar keinen einzigartigen Stiefel, sind's. So, mein Begleiter muss mir mal ein bisschen was mitbringen. Ich brauche ein paar Identifizierungsrollen. Auch ein paar Sachen, die noch identifiziert werden müssen. Habe ich eigentlich noch welche? Ich habe eine. Ich glaube, ich werde auch meinem Begleiter sagen, dass er mir... Nee, ich habe 6 Stück. Soll ich den Feuerring ansetzen? Ich weiß nicht, ob die Wüstengegner hier im Film mit Feuerschaden arbeiten. Muss ich mal an, da habe ich eine bessere Pistole. Aber ich brauche nur... höhere Geschicklichkeitsstufe oder mehr. Naja, ich behalte sie einfach mal. So. So, jetzt identifizieren wir erstmal das Zeug. Ja, mir fehlen halt die Rollen dafür zum Identifizieren. Gerade. So, rituelle Janitscharenschuhe. Ja, Vorderstufe 31. Schade. Sind schon besser als die sündhaft hässlichen Stiefel. Sehen auch besser aus. Und sie gehören zu einem Set. Gut, heben wir auf. So, die Brustpanzerrüstung ist nicht so toll. Den Ring nehme ich auch weg, die Pistole hebe ich auf. Hey, der Bogen ist nicht identifiziert. So, da wollten wir ja bei Pistolen bleiben. Und Stangenwaffen brauchen wir nicht, obwohl es eine schöne Stangenwaffe ist. Okay. Und Einkaufsliste. Bringen wir Identifizierungsrollen mit. Halt. 5 Stück. Und auf geht's. So, ich bin soweit mit dem Inventar. Ich noch nicht. Ja, ich bin soweit mit dem Inventar. Ich versuche hier gerade noch meine Skills ein bisschen zu ordnen, dass ich das ein bisschen... Ich könnte mir auch mal kurz ansehen, was ich habe. Schnellfeuer kennen wir ja. Der Glebenwurf. So, das sieht nämlich jetzt ein bisschen besser aus. So. Warte mal, das kann ich noch hier hinschieben. Das kommt dann... hier hin, hier kommt die hin und das kommt hier hin. Wunderbar, so sieht es schon deutlich besser aus. Wir könnten jetzt versuchen, in die Unterströmungen zu gehen. Sollen wir es? Ja. Ich bin Stufe 28, gleich 29, sehe ich. Wieso habe ich jetzt Identifizierungsrollen verwendet, ich Idiot? Ich bin Stufe 27, ein Viertel. Aber wir gehen einfach mal hinein. Jo. Los geht's. Ich habe mal einen neuen Tipp des Tages. Die meisten Nahkampfwaffen richten Kollateralschaden an. Das ging zu schnell. So, drei das ist Sachen. Nicht schlecht. Ich sehe, dass wir drei Sachen haben hier in dem Dungeon, die wir ansteuern müssen. Jo. Aber wir klären ja sowieso immer alles im Dungeon. Das ist ein netter Lichteffekt hier auf dem Boden. Oh. Gegner, ganz viele Schaden. Ich würde sagen, das hat ein bisschen aufgeräumt, meine Flammensäulen. Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt wo wir uns wieder ein bisschen eingespielt haben, können wir ja auch mal über ein paar Sachen reden, die uns so einfallen. Und mir fällt gerade ein, dass ich aus dem Gift raus sollte. Ja, dasselbe ist mir auch gerade eingefallen. Jedenfalls. Für einige Leute ist es vielleicht nicht mehr so aktuell, aber ich und mein Mann, wir haben die PS4 bekommen. Die neueste Konsole. Ich glaube, er hat gerade im Hintergrund gerufen. Ja, ich hab's vernommen. Oh Gott, ist das ein Riesenschleim. Tja, und ich finde, das könnte man zur Gelegenheit nehmen, mal ein bisschen über Konsolen an sich zu reden. Ja. Konsolen sind ja allgemein jetzt immer so ein Streitthema, weil viele sagen, ja okay, die Hardware, die dort benutzt wird, ist ja immer veraltet und alles. Wenn man einen PC hat, dann bekommt man deutlich mehr Hardware für seinen PC, für sein Geld und solche Sachen. Ich muss sagen, ich bin eine Person, die hat bei... findet... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie soll ich das am besten ausdrücken. Ich kann da allen Vor- und Nachteile erkennen.
Ich spiele PC-Spiele wie hier Torchlight 2, aber ich spiele auch sehr gern auf Konsolen. Und was ich halt finde beim PC, es stimmt zwar, dass der oft viel, viel besser ist, aber man muss ihn auch regelmäßig aufrüsten. Und das kann sehr ins Geld gehen. Ja, erstens das und zweitens ist es mir auch oftmals so eine Sache beim PC. Funktioniert vielleicht nicht alles immer sofort auf Anhieb. Konsole ist halt so, du schmeißt die CD rein, oder DVD oder Blu-ray, whatever, womit auch immer die heutigen Konsolen arbeiten. Das ist der Boss stark. Und du kannst also einfach drauf losspielen. Dass die nächste Konsolengeneration auch eine aufrüstbare Version wird. Ach, mein Mann hat gerade reingeworfen, dass man die nächste Konsolengeneration wohl auch aufrüsten kann. Also, die gehen davon aus, dass das... Es wird davon ausgegangen, meint er noch. Ja. Also, ja, da müssen wir uns überraschen lassen, dazu sind sie zu kurz auf dem Markt. Ja, auf jeden Fall, was... Die aktuell, die nächste... Achso, die nächste Konsolengeneration, ach je, jetzt verwirr mich doch nicht so. Also PS5. Sobald die neue Konsolengeneration nach der jetzigen raus ist, so, ist das verständlich? Ich glaube, ja. Okay, jetzt aber zurück zu dem PC und dem Aufrüsten. Genau, also, was halt an Konsolen ganz nice ist, ist, dass man halt einfach die DVD, Blu-ray, CD, whatever, was, womit auch immer die funktionieren, schmeißt man einfach rein und es funktioniert einfach. Und es ist nicht unbedingt immer der Stress dabei, dass du halt so unterschiedlich viele Hardware hast, auf die alle Spiele möglichst funktionieren müssen, sondern Hardware ist bei den Konsolen eigentlich einheitlich. Das macht es auch den Spieleentwicklern dann oftmals ein bisschen einfacher, für das Spiel. Ja, sein. Wir haben wieder einen Boss, wollte ich nur erwähnen. Auslegen. Ich sehe nur, dass wir hier unglaublich viele Monster haben. Oh je, das ist wirklich ganz schön schwierig für uns. Ja. Und ich bin schon wieder tot. Verdammt, das muss ich mal kurz durchhalten. So, ich verliere mich mal jetzt direkt am Anfang hier des Gebiets wieder und nicht erst in der Stadt, das wird zu lange dauern. Ja, oh, jetzt bin ich auch gleich tot. Vielleicht doch ein bisschen hart für uns. So, wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen konzentrieren, dass wir hier auf den Kampf wieder herauskommen. Und dann können wir weiter über die Konsolen reden. Sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, der Dungeon hat so ein bisschen was mit Gift zu tun. Ja, natürlich. Hast du doch im Questtext vorgelesen. Ja, so, hier ist wieder ein Riesenteil. Jedenfalls, wir könnten auch mal so Revue passieren lassen, wie das eigentlich angefangen hat mit den Konsolen. Also, natürlich hat es angefangen mit den alten Heimcomputern wie C64 und Atari, aber für die bin ich ehrlich gesagt noch zu jung. Und dann bist du erst recht für sie zu jung. Du bist ja 10 Jahre jünger als ich. Ja. Bei mir hat es angefangen mit dem alten NES von Nintendo. SNES war es bei mir. Ja, das passt. Aber bei mir hat es mit dem NES angefangen, da war ich 5 Jahre alt. Und da hat meine Schwester gemeint, ach, ihre kleine Schwester, Moment, da gibt es unten zu gut für mich, ach, ihre kleine Schwester soll jetzt auch mal zum Spielen kommen. Meine Schwester ist ein bisschen älter als ich, 4 Jahre. Da war der Boss. Und da hat sie mich halt Dr. Mario spielen lassen. Naja, irgendwie hat so meine Videospielleidenschaft angefangen. Mit Dr. Mario? Ja, mit Dr. Mario. Immer noch ein Spiel, das ich sehr gern mag. Und da ist der wenigen Spiele, in denen ich meinen Mann schlagen kann. Hihi. Dammt, hier ist überall. Ja, Bodengift. Ich weiß gar nicht mehr, worum ging es denn in Dr. Mario überhaupt? Das war so ein Puzzlespiel. Da mussten wir bunte Pillen auf Viren setzen und sie damit Reihen bilden, dass sie verschwinden. Ach, also so im Grunde vom ganz, ganz groben Prinzip ähnlich wie Tetris, nur ja, halt, genau, dass man auf mehr achten musste. Genau. Okay, dann und das ist ein unglaubliches Suchtprinzip. Tja, das alte NES, wenn man das heute ansieht, könnte man meinen, wir wollen Augenkrebs bekommen. Weil das ja damals so rumgepixelt hat in dem alten 8-Bit. Die Farben waren grässlich, der Sound hat gedudelt. Aber wenn ich das sehe, kriege ich einfach eine unglaubliche Nostalgie. Ja, die, ich habe ja auch selber das ein oder andere Retro-Game aus der allerersten PC-Zeit sozusagen gespielt. Dort wurde auch noch teilweise der Sound über den PC-Speaker ausgegeben, also die Musik. War auch nicht besser als das NES. Ja, wenn du mal einen PC-Speaker am Anfang beim PC-Start piepen gehört hast, dann kannst du dir mal vorstellen, wie ungefähr die Musik dann klingt. Ich habe auch auf dem PC ältere Spiele gespielt. Das war so 1993, glaube ich. Also, ich kann es mir noch vorstellen. Ich kann mich noch dran erinnern.
Aber vielleicht für die jüngeren Zuschauer, die dann halt nicht so genau damit was anzufangen wissen, einfach genau. Mal den PC-Speaker, also dieses Piepen am Anfang vorstellen und das dann die ganze Zeit in unterschiedlichen Tonhöhen. Oh ja. Piept dann da so eine, während du spielst die ganze Zeit rum. Ach je. Da ist schon. Ach, da ist die nächste Pumpe. Wenn wir sie kaputt kriegen, haben wir vielleicht weniger Probleme mit den Gegnern. Verdammt, hat die viel Energie. Dann machen wir doch erstmal die Gegner. Tja, jedenfalls. Das NES hatte natürlich auch einen Konkurrenten. Das Sega Master System. Allerdings habe ich diese Konsole nie besessen. Ich war kein Sega-Kind. Bist du noch da? Ich höre dich gerade gar nicht. Ja, ich bin noch da. Ich habe irgendwie gerade geguckt, warum ich mich nicht heile. Ich habe, glaube ich, immer meine Regenerationstränke genutzt und nicht die Heiltränke, die ich hatte. Ach so. Also, wie ich eben schon gesagt hatte, es gab einen Konkurrenten von meinem NES und das war das Sega Master System. Aber das habe ich nie besessen, diese Konsole. Ja, Sega hat auch anscheinend damit keinen langfristigen Erfolg gehabt. Mit Konsolen nicht, das stimmt. Jetzt sind sie halt nur noch mit ihren, ihren Marken nur noch da. Achtung, da sind Giftfässer. Sollen wir die jetzt kaputt machen? Bis dann nicht, die sind bestimmt alle immun wegen Gift. Also Sega macht inzwischen ja nur noch Spiele, die haben inzwischen aufgehört mit dem Konsolengeschäft. Jedenfalls, du hast dann gemeint, du hast mit dem Super Nintendo angefangen. Hast du dann auch das schöne alte Super Mario World gehabt? Oder hast du ein anderes Spiel gespielt als erstes? Als allererstes hatte ich im Grunde einmal... Ja, man kann gar nicht sagen, was ich so wirklich als allererstes gespielt habe. Das erste Spiel, was ich auf dem SNES durchgespielt habe, war Teenage Mutant Ninja Turtle Turtles in Time. Oh, das ist ein klasse Spiel. Das wollen mein Mann und ich auch nur als Let's Play aufnehmen. Freue ich mich auch drauf. Juhu, ich bin gerade Level 28 geworden auch dann. Ich muss irgendwann schon gelevelt sein, aber wann? Ich habe ja schon fast das nächste Level. Oh mein Gott. Wieso level ich so schnell? Liegt das am Vaganten? Kennt sich denn jemand Torchlight so aus und kann uns das mal erklären? Ach, jetzt können die Gegner mal aufhören. Ich glaube, wir haben jetzt diese Pumpe kaputt. Die hören sonst nie auf. Wir sind aber auch jetzt schon seit ein paar Minuten im Dauerkampf, ne? Ja, deswegen mache ich jetzt mal diese Pumpe kaputt. Vielleicht ist sie kaputt, halt so lang durch. So, sie ist kaputt. Das ist ein heftiger Dungeon. Na, also ich habe den guten alten Super Mario World auf dem SNES angefangen. Meine Schwester und ich haben damals unser NES verkauft und uns dafür ein SNES geleistet. Und da war auch Super Mario World dabei. Und das haben wir natürlich viel, viel gespielt. Und man mag es nicht glauben, aber damals war ich in Jump'n'Run sowas von schlecht. Ich bin immer noch schlechter drin. Das zweite Game, welches ich halt dann auf dem SNES komplett durchgespielt hatte, das war dann Mystic Quest Legend. Oh, das kenne ich auch. Final Fantasy Mystic Quest wird's auch genannt. Es ist eigentlich total die Parodie auf japanische Rollenspiele, aber das hat in Deutschland total die JRPG-Manie ausgelöst, sozusagen, im Westen allgemein. Okay. Weil wenn man sich das so ansieht, dann merkt man einfach, dass das nicht ernst gemeint ist. Sag mal, irgendwas heilt sich hier. Ja, irgendwie heilt sich dieses, der Boss, habe ich das Gefühl gehabt gerade. Ja. Hier sind gerade Mana-Schwaden auf mich zugeflogen, ich bin vergiftet, hier sind überall riesige Käfer. Wo ist eigentlich mein Pet? Ich sehe gar nicht, dass das hilft. Ach, da hinten läuft's. So. Ich tu mal ein paar chaotische Schüsse hier rein. Er hat sich wegteleportiert. Ich glaube, das ist immer derselbe Boss, der uns durch den ganzen Dungeon hier folgt. Das kann natürlich sein. Fällt mir gerade so auf, weil der, glaube ich, immer den gleichen Namen hat. Jetzt muss ich mal aufpassen. Was schießt du da eigentlich gerade? Fässer? Ich helf mal. Ja. So. Na toll, bin ich mit drin gewesen. Jetzt muss ich kurz noch skillen. Und ich auch. Und außerdem ist der Part eh vorbei. Skillen wir noch und dann beenden wir den Part. So, ich möchte den Schattenschuss. Wo ist er denn, der Schattenschuss? Hier. Den möchte ich... Moment. Oh, ich darf keinen weiteren Schattenschuss-Skillpunkt mehr vergeben. Aber ich kann den nächsten Zauber nehmen.
Uff, das ist eine richtig starke Waffe. Dafür muss ich nur Stufe 35 sein. Und ich glaube, das ist ein. Ja, ist eine zweihändige Stangenwaffe. Verdammt, ist kein Zauberstab. Ich würde mal sagen, ich nehme den Steinpack. Der Steinpack schützt uns nämlich vor Schaden. So, neue Fähigkeit. Die mache ich mal auf die 0. So, Fähigkeitspunkte 0. Jetzt muss ich meine Charakterpunkte noch eingeben. Und ich gehe in Geschick. So, und jetzt das Inventar. Habe ich irgendwas, was ich anziehen kann? Die neue Pistole. Allerdings haben die nicht so viel Boni wie die anderen beiden. Ich warte auf den Verzauberer. Gut, gut. So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, schicke ich noch mein Pet in die Stadt. Okay, das könnte ich auch noch mal eben machen. Okay, zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Elektrozweig. Würde ich denn für sehr lachen, bleiben erst mal bei mir. Später. Zack, zack, zack. Ja, das kann ich noch hier reinschmeißen. Zack. Ja. Ich hab doch hier noch einen leeren Sockel, wieso kann ich das nicht hier reinstecken? Hallo? So. Erfordert Gegenstand Stufe 28, ach so, okay. Gut, Pet in der Stadt. Und die neuen Armschützer nehmen wir noch. So, jetzt können wir endlich mal abmoderieren. Jo, okay. Dann wünschen wir euch alles Gute bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.